Jawohl. So, also, heute will ich euch zeigen, wie man Begrüßung vergessen. Ich hab die Begrüßung ganz vergessen. Guten Tag, Leute. Wie geht's euch? Ich will heute eine Falle bauen. Eine einfache Schlingfalle. Damit ihr auch mal sehen könnt, wie ich letztes Mal mein Tier gefangen habe. Ist ja ganz klar. Und ja, wollen wir einfach mal anfangen, wa? Also, wir bauen heute eine recht simple Schlingfalle. Das ist ziemlich einfach. Dazu brauchen wir zwei Stöcker, brauchen Paracord und wir brauchen hier so einen hübschen dicken Stein. Und das war's. Mehr brauchen wir nicht. Und wir brauchen einen Baum, weil ohne Baum funktioniert das alles nicht. Genau, so, jetzt muss ich hier mal ganz kurz meine Säge rauskramen. Ich habe immer nur so eine ganz kleine Säge dabei. Die reicht mir, damit fällt man jetzt keine Bäume, aber für sowas ist die perfekt. Die kriegst du zur Not auch locker einfach in eine Tasche gepackt, finde ich geil. Gut, also, wir brauchen zwei Stöcker. Die sägen wir jetzt mal so auf Maß. So. Jetzt schnitzen wir die hier noch ein bisschen zurecht und dann erkläre ich gleich nochmal was dazu. So, also wir haben jetzt hier, wie gesagt, zwei Stöcker. Die habe ich jetzt einmal so eingekerbt, hier abgeflacht und hier eingekerbt. Und hier nochmal genau das gleiche. Bei dem hier habe ich hier eine Kerbe ringsherum reingemacht, dass ich da später die Schnur dran befestigen kann. Und den hier habe ich unten angespitzt, ja, damit ich den dann halt in den Boden rammen kann. Genau. Und so sieht das Ganze dann aus. Kann man sehen. So sieht das Ganze dann aus. Das hakt ineinander. Zack. Naja, aber ich baue das jetzt erstmal auf. Und dann könnt ihr euch das später angucken. Hier vorne, am Anfang von der Schnur, machen wir jetzt erstmal eine ganz normalen Lasso. Knoten. Das ist für die Beute dann später, da soll die reinkommen, ist klar. So, ein Stückchen weiter. Muss das hier rum. So, Schlaufe und den Stock mit der Kerbe hier oben. Dann haben wir hier den angespitzten. Der wird hier in die Erde gerammt. So. Und dann das andere Ende von der Schnur kommt jetzt dieser dicke, fette Stein hier. Ich würde den ruhig schon ziemlich fest zuschnüren, weil wenn du dann da wirklich ein Viech dran hast, was dann auch noch rumzappelt, dann soll der sich ja möglichst nicht lösen. So, das sieht ziemlich gut aus. Gehen wir nochmal einen kleinen drauf hier. Zack. Alles klar. So.
wie gesagt, das soll sich jetzt hier drin verhaken. Und über uns ist ein Ast, da kommt jetzt der Stein drüber. Jawohl. Und was können wir sehen? Es ist viel zu lang. Also bauen wir nochmal alles ab. Merkt euch, erst das Seil über den Ast machen, weil dann könnt ihr den Stein einfach genau auf der richtigen Länge, so wie ihr ihn haben wollt, drum machen. Fertig ist die Geschichte. Jawohl. So. Gut. So. Wir haben das jetzt hier befestigt. Ich weiß nicht, ob man es sieht, es wackelt jetzt hier richtig. Es ist wirklich nicht dolle fest. Es ist gerade so, dass es hält. Also es darf jetzt sich nicht zu dolle ineinander verkeilen, weil sonst hat die Falle als solches keinen Sinn mehr. So. Dann kann man noch, damit die Schlaufe auf ist, und auch wirklich was durchläuft, die so ein bisschen aufmachen. So. Und hier soll jetzt nach Möglichkeit das Kleintier, der Hase etc. durchlaufen, dann löst sich das hier, ja, und durch das Gewicht vom Stein wird die Schlaufe nach oben gezogen. Dann wollen wir uns mal auf die Lauer legen und gucken, ob wir was fangen. Jetzt falle ich hier noch fast in den Fluss rein. Jawohl, ist was in die Falle reingegangen. Oh, jawohl, guckt euch das Prachtstück an. Saugeil. Würde ich sagen, das hat mal wieder funktioniert. Ich werde heute Abend schön Abendbrot essen. Joa, geil, freut mich. Das ist einfach nur... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Geil, einfach nur geil. So, jetzt nochmal für alle zum Mitschreiben. Also, das Tier läuft hier lang, geht durch die Schlinge, geht damit weiter, zack, und wird hochgezogen. Der Stein fällt runter und wie man hier sieht, zieht sich die Schlaufe dann zu. Und das war's schon, das Ganze. Hier muss man hier noch ein bisschen gucken, dass ich das hier nicht zu dolle drin verhaken kann, sonst laufen sie rückwärts. Aber selbst da ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es dann auslöst. Je nachdem, wie gut man das hier konstruiert, wie schnell das hier über die Kante rutscht, desto besser funktioniert es halt einfach, ne? Ist klar.
Also je weniger Kontakt es hier hat, desto empfindlicher ist die Falle. Und das ist halt besser. Je empfindlicher, desto besser. So. Alles klärchen, Leute. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Leute, ich habe hier gerade noch mal auf meinem Survival-Mobil gerade überlegt und ist mir aufgefallen, dass ich was vergessen habe, und zwar in Deutschland, ne, ist ja ganz klar, sind Fallen verboten, darfst du nicht bauen, darfst du nicht aufstellen, darfst du nicht machen. Also denk dran, bitte keine Fallen irgendwo hinstellen und stehen lassen, so, ne? Jetzt hier zur Demonstration ist kein Problem, kann man so machen. Ich habe alles wieder abgebaut, da kann nichts passieren. Stöcker habe ich weggeschmissen. Ja, das war's auch schon. Tschüss!